Ja, hallo Claudia, wir sind hier am Stand der Nolan Group. Ein Highlight fürs heurige Jahr hältst du in den Händen. N44 heißt das Teil, Crossover in Neudeutsch und Systemhelm, wie wir es hier bezeichnen. Was kann das neue Teil alles? Also der N44, wie du richtig gesagt hast, ist ein Multifunktionshelm. Er ist in insgesamt 6 verschiedenen Versionen fahrbar. Jetzt gerade habe ich ihn als ganz normalen Integralhelm in der Hand. Mit einem abnehmbaren Kinnbügel, den man durch einfache Handgriffe einfach nur ablösen kann. Und dann ist er quasi ein Jethelm, sage ich mal. Dann kann man ihn als Jethelm fahren. Er hat zusätzlich in das Visier eingelassen noch eine Belüftung, weil er auch eine sehr, sehr lange Tourenscheibe hat. Das heißt also, man bekommt dann auch genug Luft und das beschlägt nicht. Optional kann man natürlich auch noch den Helm mit einem Pinlock ausstatten gegen das Beschlagen und zur Belüftung hat er diese extrem große Lufteinlassfläche am Oberkopf und genauso wie bei unserem N104, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ist das Airbooster-System in dem Helm verbaut, das heißt ein perforiertes Röhrensystem, das die Luft zielgerichtet durch die Perforationen auf dem Kopf verteilt. Das heißt, wenn ich heuer oder nächstes Jahr im Jänner in Südafrika die neue GS testen werde, ist das dann der richtige Helm, dass ich nicht ins Schwitzen komme, oder? Das ist ganz richtig. Für so einen Offroad-Einsatz, den du ihn vielleicht vorhaben könntest, hast du auch noch die Möglichkeit, ebenfalls durch einfache Handgriffe das Visier abzulösen. Also es gibt hier so ein... Genau. Ich habe da aber schon mal was vorbereitet. Ihn mit einem zusätzlichen Peak auszustatten und das Visier komplett abzunehmen. Das heißt, das ist immer noch der gleiche Helm und genau. Jetzt ist es plötzlich ein Enduro-Helm. Das ist richtig. Hier kannst du dann natürlich ebenfalls wieder deinen Kinnbügel abnehmen, kannst ihn dann unten offen fahren, je nachdem, was du eben vorhast. Und man kann auch ganz darauf verzichten, ein Coverplate, das Peak drauf zu machen oder das Visier drauf zu machen und ihn mit zusätzlichen Coverplates ausstatten. Das heißt, man kann ihn dann komplett offen fahren, wenn man das möchte und dann eine Brille einfach nur tragen. Okay, danke.